1839. Oh, er hat's geschafft, okay. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The ancient stone relic now rests on. Jo, das war's. Mehr ist hier nicht. Oh, leck mich! Was geht hier ab? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, mein Puls. Naja. Komm, sieh zu, dass du weggehst, du Arschloch, du hast hier nichts zu suchen. Ist er wieder weg? Ich höre nichts mehr. Ja, er ist weg. Gut. Was für ein Penner. Will er mich doch erschrecken? Hintere Halle. Der merkwürdige Brief erschrak ihn. Aber es war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte. Was haben wir... Gut, was ist das oder so? Das lag vorher noch nicht. So mal gerade so ein Brustkorb, wo einmal so abgeschnippelt ist. Komm, kannst du ein bisschen mit rumwerfen. Los, hier. Laterne, Laterne anvisiert und... Ah, schade, fliegt nicht so weit. Studierzimmer. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Hört sich nicht so beruhigend an, aber das ignoriere ich mal. Gut. Das Studierzimmer. Also eigentlich will ich jetzt hier nicht unbedingt extra eine Lampe anmachen. Eine Lampe, eine Kerze oder so. Das ist immer so Zunderbüchsenverbrauch, sag ich mal. Ich höre Hunde schreien. Oh, hier kann man mal rausgucken. Das ist mal was Besonderes. Da sieht man mal Bäume oder sowas. Das gibt's ja eigentlich nicht so oft. Brief bezüglich der Entdeckung einer Kugel. Na, ich wollte es eigentlich lesen. So. Also, ich dachte mir eigentlich erst gerade, ich lese es vor, aber nein. Also ihr könnt euch durchlesen, ich warte jetzt immer ein bisschen, ich gehe das auch schnell durch. Und ja. Auch damals war es. Dein Freund und Mentor Heinrich Cornelius Agrippa. Oder Agrippa, keine Ahnung, ob das Englisch oder Deutsch ausgesprochen wird. Soll mir auch egal sein. Nö, 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 nichts, keine Zunderbüchse. Mann, sind die wieder unfreundlich. Die gebrochenen Fensterscheiben werden nur durch einen schwachen Holzrahmen zusammengehalten. Warte mal. Wenn die so schwach sind. Also eigentlich würde es keinen Sinn machen, weil wieso sollte man rausgehen? Aber
Vielleicht geht's ja. Tatsächlich, das war jetzt eigentlich nur Glück. Nicht, dass ihr denkt, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt oder so, oder hab mir ein Let's Play oder was auch immer angeguckt. Interessant. Ja, ich glaube, da kann man rüberspringen, aber das mache ich jetzt noch nicht. Ich gucke hier erstmal weiter. Was ist denn hier noch? Ja, das hätte man sich auch denken können, dass hier wieder alles im Arsch ist. Ein hell erleuchteter Raum. Tierexperiment. Canis lupus familiaris. 12. April 1658. Okay, ich sag nur gestört. So. Jetzt machen wir ein bisschen Lärm hier. Wo sind die Zombies? Ich hab jetzt einen Hammer, hau die Fresse ein. Guck mal, eine Säge haben wir auch noch. Kann ich den Kopf absägen hier. Sag mal. Was guckst du so frech? Wurdest du nicht erzogen? Das sieht ja nicht so lecker aus, so. Ich glaube, der wurde mal ein bisschen aufgeschnippelt. Da gehe ich erst gleich rein. Deswegen hört man auch, würde ich mal sagen, gequälte Hunde, die rumschreien und so. Let's see what you have to offer. It's definitely there. Okay, da sag ich jetzt mal nicht zu. Alter. Wie krank. Ein Riesenkarnickel. Okay, das ist echt gestört. Daniel, was hast du nur in deiner Vergangenheit getan? Was ist das denn für ein alter Zausel? Kann das Agrippa sein? Weil ich sehe hier so das A und der müsste eigentlich älter sein. Was ist das denn? Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Grenzen der Anatomie. Okay. Was haben wir denn hier? Hat der einen kleinen Pillermann? Er hat einen kleinen Pillermann. Eckigen kleinen Pillermann. Also das finde ich echt richtig fail. Voll das eckige Ding, so mal gerade so, als ob die Statue normal gemacht wurde und einmal gerade so ein Stein unten geklebt, dran geklebt wurde. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich darum kümmere. Wie, was soll ich damit? Ja, warte. Voll in die Klöten. Ja. Ja, ich weiß, ich... So, was haben wir denn hier? Haben wir hier was? Ja, eine Zunderbüchse. Wie viele haben wir denn eigentlich? 14 Stück, finde ich nett. Leichte Kopfschmerzen. So, war jetzt eigentlich Zunderbüchsenverbrauch. Weil ich denke mal, nochmal kommen wir hier nicht hin. Seht euch an, wie es brennt, das Buch. Nichts passiert. Na gut, dann will ich mal schwer hoffen, dass man wirklich da aus dem Fenster gehen muss. Aber es muss ja schon Sinn haben, weil... sonst wird ja nicht das Fenster so beschädigt sein. Hep und hep. Hep. Oh, hier ist ja auch Schleim. Igitt. Ja, das ist noch das, aber das... Ah, sieh mal einer an. Was haben wir denn? Ach, schon wieder so ein Ding.
Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nichts zurückbekommen, Agrippa. Ich vertraute dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Ja, okay. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt wieder sowas, dass da so ein Stein ist. Verwaltung von Dampfenergie für den Aufzug. Kammersteuerung. Schemata-Aufzug. Fragezeichen. Meteor, ja, immer diese scheiß Geräusche, die man überall hört hier. Scheiß Nachbarn. Wer wohnt hier in der Umgebung, ey? Nichts, nichts und nochmal nichts. Nur sehr viele Bücher. Ach ja. Aufgenommen, Strömungskreislaufstab. Okay. Okay, eine Anleitung. Die werde ich mal vorlesen. Und durchlesen halt. Anleitung Aufzugsmaschine. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, bau mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschinerie einsetzt. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen. Hoch 8, runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage. 4 Phasen Amplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Ja, okay. Also, schlussfolgere ich daraus, dass wir so eine Dampfmaschine zusammenwerkeln müssen. Tun, werden, machen, sollten. Achso, das ist die andere Seite. Nein, kein Zelda. Ja, das war's. Oh! Vollständig aufgefüllt. Strom, ein Maschinenteil aus Holz und Metall. Gut. Naja, ich werde mal wieder nach draußen rennen. Gehst du wohl? Ich mache ja schon die Laterne aus und scheiß du dir in die Hose, mein Freund. So. Ich will die Laterne nicht so viel benutzen. Weil ich denke mir so, was passiert, wenn du keinen Lampenöl mehr hast? Sir William Smith war markiert worden. Er konnte nicht wissen, dass dieser junge Mann, den er vor einigen Tagen getroffen hatte, einen solch schrecklichen Schatten warf. Ja, gut. Also, ich möchte noch nicht in den WTF, was ist jetzt los?